Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial in Dreams. Ja, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen Timer erstellt, bei dem man Items aufsammeln kann, die einem Bonuszeit gewähren oder Items aufsammelt, die Strafzeit abziehen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem kleinen kurzen Tutorial und wir hören uns gleich wieder. So, dann beginnen wir mal mit unserem Timer. Zuallererst hole ich mir einen Mikrochip. Den setze ich mal hierher. Öffne ihn mit L1X. Dann brauche ich für meinen Timer natürlich einen Timer. Den setze ich mal hierher. Mit L1 Viereck kann ich ihn bearbeiten. Mit L1 Viereck kann ich hier oben eine Zeit eingeben. So, hier gebe ich jetzt mal eine ganz hohe Zahl ein, denn der Timer muss eigentlich nur nach oben zählen. Warum? Das zeige ich euch gleich. Denn jetzt hole ich mir einen Taschenrechner. Den setze ich hier gleich daneben. Wieder mit L1 Viereck öffne ich den. So, und jetzt gebe ich hier oben die Zeit ein, wo mein Timer runterzählen soll. Also ich stelle jetzt meinen Timer auf 30 Sekunden. Dann schreibe ich hier 30 rein. Wenn ihr 2 Minuten machen wollt, dann müsst ihr das Ganze in Sekunden eingeben. Also wären dann 120. Also wir zählen jetzt hier von 30 Sekunden runter. Und zwar minus der aktuellen Zeit. So, also jetzt zieht er mir das von meinen 30 Sekunden ab. Da wir Items machen, die wo Bonuszeit dazu zählen oder Strafzeit abziehen oder wie auch immer, brauchen wir hier nochmal einen Taschenrechner. Wenn ihr einen Timer machen wollt, der wo nur nach oben zählt, dann braucht ihr das hier natürlich nicht. Dann könnt ihr den überspringen und ja, direkt an dem Taschenrechner anschließen. So, für unsere Bonuszeit erstellen wir uns eine Variable. Mit L14 können wir die wieder bearbeiten. Benenne ich mal Bonus. Zeit. Das hier kann man so lassen alles. So, dann holen wir uns einen Variablenmodifikator. Den setzen wir gleich hierher. Tun wir wieder bearbeiten mit L1 Viereck. Dann hier Steuerkreuz rauf runter, suche ich mir meine Variable raus. Wir holen uns den Wert. Und den Variablenwert schließen wir hier an und unser Ergebnis hier. Also hier haben wir unsere aktuelle Zeit und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bonus bekomme von 10 Sekunden, dann rechnet er mir das hier dazu, da er auf Plus steht. Bekomme ich Strafzeit, wäre hier minus 10 zum Beispiel drin, dann würde er mir das automatisch abziehen. Plus und Minus ergibt Minus. So, dann kann ich mir das natürlich jetzt hier ausgeben als Zahlenanzeige. So. Einmal markieren mit X. Dann kann ich mir das hinsetzen, wo ich das hinhaben möchte. Und das Ergebnis lasse ich mir hier anzeigen. Wir sehen jetzt hier die 30. Dann mit L1 Viereck wieder öffnen. Hier auf Zeit umstellen. Und ich möchte die Millisekunden mit anzeigen lassen.
Dann kümmere ich mich jetzt um meine Items, die wo die Zeit erhöhen bzw. verringern sollen. Dann nehme ich jetzt hier bloß schnell eine Kugel. Grün für Zeit hinzufügen. So. Dann klatsche ich da auch einen Mikrochip drauf. Mikrochip. Mach das Raster wieder aus, schnell. So, mit L1 Viereck. Nur L1. Taschen rauf, runter kann ich es verkleinern. L1 und jetzt X stempeln. Dann hat er mir das hier direkt draufgeklebt und das ist mit dem Objekt dann verbunden. L1 X öffnen wir es wieder. So, dann brauchen wir hier. Ups. Die Auslösezone. Mit L1 Viereck tun wir die bearbeiten. Aufspüren. Controller sind so im Besitz. Wenn ich jetzt drauf gehe, seht ihr, die Puppe fängt an zu blinken. Also es wäre dann mit dem, das würde er dann aufspüren quasi. Ihr könnt auch Controller-Sensor, ist egal. Man könnte auch nach einem Tag suchen lassen, aber darum geht es jetzt nicht hier. Dann passe ich noch schnell die Zonengröße an, machen wir ein bisschen kleiner. Und ganz wichtig noch hier mit L1 Viereck rein. Und ich mache die Kollision aus. Sonst kann es sein, wir bleiben kurz an der Kugel hängen. Das wollen wir ja nicht. So, wenn wir jetzt aufgespürt werden, dann soll er die Variable Bonuszeit ändern. Also brauchen wir einen Variablen-Modifikator. Einmal hier rein. Steuerkreuz rauf, runter. Suche ich wieder die Variable raus. Dann mache ich hier hinzufügen. Und ich mache jetzt mal 10 für 10 Sekunden. So, hier haben wir unsere 10. Beim Einschalten, also er wird aufgespürt, dann wird es hier kurz eingeschaltet und es werden 10 Sekunden draufgerechnet. Danach, upsie, danach soll er das Item hier zerstören und dann kannst du natürlich noch einen Ton abspielen lassen. Aber darum geht es ja nicht. So, das kopiere ich mir jetzt ein paar Mal zum Zeigen. So. Gut. So, und das gleiche geht dann natürlich auch mit Strafzeit. Hier schnell die Farbe ändern. Super. Gehe hier in den Mikrochip rein und stelle hier ein minus 10. Ganz klar, wenn ich die Kugel berühre, wird die Variable hier minus 10 eingetragen. Gut, dann können wir die ganze Sache mal testen. Also, ihr seht, und meine Zeit läuft. Ich sammle eine Kugel auf und bekomme 10 Sekunden Bonuszeit. Wenn ich über 60 komme, dann zeigt er mir auch gleich an 1 Minute 15. Und jetzt natürlich noch hier minus, minus, minus. So, jetzt kommen wir dann zur Null und wir sehen jetzt,
Da unser Timer ja immer weiterläuft, müssen wir ihm jetzt sagen, was er da machen soll. Einmal zurückspulen. Da hole ich mir jetzt noch meinen Taschenrechner. Ich kopiere ihn einfach hier schnell. So, und hier frage ich jetzt an, ab kleiner als dieses Ergebnis hier. Kleiner als 0,01. Also, da wir Millisekunden haben, also kleiner als hier, das wäre dann die 0. Dann, nein. Ja, was macht man dann? Dann kopiere ich mir hier die Zahlenanzeige. Die zeigt ja 0,00 an. Dann soll er hier diese Zahlenanzeige anzeigen. Und die hier muss ich natürlich aufschalten. Da hole ich mir hier dieses Nicht-Gatter. So. Einmal hier mit Strom. Wir sehen, hier ist jetzt Strom drauf, da hier das Ergebnis nicht kleiner ist. Sobald das Ergebnis hier kleiner ist, wird das hier ausgeschaltet, weil dann liegt hier Strom an und das hier wird dann angeschaltet. So, und dann kann ich natürlich nur sagen, wenn die Zeit auf 0 springt, dann, wo haben wir es? Soll er das Level beenden und ich könnte mich dann zurück ins Hauptmenü bringen lassen. Dann mache ich hier den Ausgang rein und das war's dann eigentlich schon. Einmal Spielmodus. Meine Zeit geht gegen 0. Und er hat 0,0 angezeigt. Hier unten ein Portal wurde ausgelöst. Das war's dann. Natürlich könnt ihr das machen, wie ihr das braucht. Ihr könnt eure Figur sterben lassen, zum Checkpoint zurückbringen oder was auch immer. Ja, das wäre das Tutorial im Großen und Ganzen gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Mal schauen, wie es von der Zeit her hinhaut. Ich versuche noch ein paar weitere Tutorials rauszuhauen. Ja, schreibt mir dafür, was ihr davon haltet, unten in die Kommentare rein. Und ja, viel Spaß weiter bei Dreams und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.